Radio Okitok, Radio Okitok, von Mensch zu Mensch. So, meine lieben Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Besucher der Friedensakademie, ganz besonders aber auch liebe Zuhörer über Radio Okitok. Ich darf euch nämlich mitteilen, dass wir diese Veranstaltung heute live übertragen können. Klaus Glatzl ist bei uns mit Radio Okitok und daher wird diese Veranstaltung hier live im Radio, im Online-Radio übertragen. Die Friedensakademie gibt es seit 7 Jahren. Seit drei Jahren sind wir hier in diesen Räumlichkeiten. In der Erklärung der Friedensakademie sage ich immer, wir sind keine Antikriegsakademie, wir sind eine Friedensakademie, die sich mit dem nachhaltigen Frieden beschäftigt. Frieden ist für uns nicht das Gegenteil von Krieg oder nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern, wie Spinoza sagt, eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zur Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. In diesem Sinn wollen wir uns beschäftigen mit der Frage, was ist eigentlich, also wie kann man Frieden machen? Und daher haben wir 4 Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigen. Einerseits der Prinzipien des Friedens und der Friede in mir. Zweitens der Bereich Familienwerte und Friedenserziehung. Da gehört dazu Themen wie gewaltfreie Kommunikation, Generationendialog und so weiter. Dann den Dialog zwischen Religionen, weil der ein ganz wesentlicher Aspekt für den Frieden ist. Und der 4. Bereich ist die werteorientierte Wirtschaft. Ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich lange Zeit Unternehmer war, weil ich mich als Unternehmer lange mit dem Thema beschäftigt habe. Das sind also unsere Hauptthemen. Der andere Bereich, der militärisch-politische, ist bei uns eher ein Seitenaspekt, den wir halt auch ab und zu bedienen. Aber uns geht es darum, wie kann man nachhaltig Frieden schaffen. Gerade um diesen Bereich werteorientierte Wirtschaft geht es natürlich auch in dem Thema, das wir heute hier bei dem Vortrag jetzt haben. Ich darf Ihnen jetzt über die Gemeinwohlökonomie erzählen. Wir haben es vorher einen Vortrag gehabt über die Bank für Gemeinwohl. Die Bank für Gemeinwohl hat hier seit ungefähr 1,5 Jahren die regelmäßigen Sprechstunden, weil wir solche Sachen einfach ganz wichtig empfinden und unterstützen wollen. Für dies geht es aber um die Gemeinwohlökonomie. Kurze Vorstellung meinerseits, ich bin 62 Jahre alt, war Unternehmer über viele Jahre, habe 1983 eine Firma gegründet für Softwareentwicklung, da haben wir damals noch programmiert. Das heißt, ich habe 1974 begonnen mit Programmierung, da haben wir Lochstreifen gestanzt und dann die Lochstreifen gegen das Licht gehalten, um den Fehler zu finden. Wenn wir einen Fehler gefunden haben, natürlich Löcher gelesen, also nicht Buchstaben gelesen, sondern Löcher gelesen, haben wir den Lochstreifen durchschnitten, das Stückchen neu gestanzt und mit Dixo draufpickt. Das war unsere Programmierarbeit damals. 1983 habe ich dann eine eigene Firma gegründet, habe dann 30 Jahre mit dieser Firma gearbeitet, habe dann insgesamt 12 Mitarbeiter gehabt an 4 Standorten in Salzburg, Oberösterreich und Tirol. In Oberösterreich 2 Standorte, in Aschach und in Linz. Ich bin dann, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema werteorientiertes Wirtschaften schon lange beschäftigt und bin dann auch sehr bald eingestiegen ist in den Bereich CSR. Ich werde noch drauf kommen, da habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt. Und habe dann Ende 2010 den Christian Felber wieder getroffen. Ich habe ihn schon von früher gekannt, aber da war eigentlich kein Kontakt da. Ende 2010 habe ich ihn wieder getroffen bei einer CSR-Tagung. Und dann hat er mir erzählt, dass er dieses Buch gerade herausgebracht hat, das da gerade umgefallen ist. Das Buch über Gemeinwohlökonomie, in dem eine Idee drinsteckt, eine Gemeinwohlbilanz. Und das war eigentlich genau das, was ich immer haben wollte. Darum bin ich dann 2011 schon in dieses Projekt eingestiegen. Habe 2011 auch mit meiner eigenen Firma eine Gemeinwohlbilanz gemacht und habe dann sogar meine Masterarbeit darüber gemacht. Ja, wie gesagt, Schlüsselerlebnis habe ich gehabt 2007, 2008. Und jetzt muss ich ein bisschen buchhalterisch technisch werden. Ich hoffe, dass ich damit sozusagen jetzt nicht langweile und nicht Sachen voraussetze. Was war los? 2006 habe ich ein sehr gutes Jahr gehabt, mit einem sehr guten Betriebsergebnis und habe mal am Jahresende gedacht, ich muss noch was investieren, ich muss noch was tun, dass man nicht so viel Steuer zahlt. Was tue ich mit dem Geld?
und habe dann 2006 noch neue Computer gekauft, das neueste Windows-Betriebssystem, neue Bild also neuen Server, neue Bildschirme für die Mitarbeiter, neues Windows und so weiter. Und habe da doch einen schönen großen Betrag investiert in diese Neuanschaffung. Aber, und jetzt kommt dieses technische, hoffentlich verständliche, wenn man sowas investiert, heißt es, dass es über 5 Jahre abgeschrieben wird. Das heißt, es betrifft den Jahresgewinn nicht unmittelbar, es ist zwar das Geld weg, wenn man es ja zahlen muss, aber es betrifft den Jahresgewinn nicht unmittelbar, sondern eben nur zu 20%, und wenn man es am Jahresende macht, nur zu 10%. Das heißt, mein Jahresgewinn von 2006 ist eigentlich nicht wirklich reduziert worden durch diese Geschichte. Aber ich habe neue Geräte gehabt und bin dann im Frühjahr 2007 zur Bank gegangen mit der Bilanz, zur üblichen Bilanzbesprechung bei der Bank. Und der Bankdirektor, eh ein guter Freund von mir, aus Jugendzeiten, hat gesagt: "Boah, super, hast du das wieder gemacht. Tolles Ergebnis. Investiert hast du auch. Aha, du hast da neue Geräte." Warum hat er das gewusst? Weil es bei jeder Bilanz ein sogenanntes Anlagenverzeichnis gibt. Das ist eine Liste von Sachen, die man gekauft hat. Ob das ein Haus ist, ein Auto ist, Computer sind, alles, was sozusagen Anlagevermögen ist, wird da gelistet. Das hat er gesehen, hat mich toll gelobt. Schön. Hat mich gefreut. So, ein Jahr später, 2007, habe ich betriebsmäßig vom Umsatz her, vom Deckungsbeitrag her, fast das gleiche Ergebnis gehabt. Ab 2007 dann aber meine Mitarbeiter, weil ich wieder Geld gehabt habe, meine Mitarbeiter auf Kurse geschickt. LEV-Kurse sind schweinesteuer, die meisten in Deutschland, mit Reisekosten, Nächtigungskosten und und. Am Schluss habe ich dann ja zufällig bemerkt: Hoppla, jetzt bin ich mit der Investition in die Mitarbeiter fast genau dort, wo ich ein Jahr vorher war mit der Investition in die Hardware. Wie gesagt, das war das gleiche Ergebnis, der gleiche Umsatz, der gleiche Deckungsbeitrag, aber der Gewinn war ein anderer. Der Gewinn war deutlich niedriger, weil man Schulungsaufwand sofort abschreibt. Das heißt, der Schulungsaufwand mindert den Ertrag, den Gewinn des Unternehmens sofort. Was war das Ergebnis? Ich bin wieder 2008 zu meiner Bank gegangen. Wieder eigentlich voller Stolz, wieder ein gutes Jahr gewesen, und legt ihm die Bilanz vor und er sagt: "Paul, was ist denn los? Warum geht es denn so schlecht?" Versteht's? Das heißt, es war diese Investition in die Menschen, hat sofort den Gewinn verringert und war in der Bilanz nicht sichtbar. Weil in der Bilanz gibt es ein Anlageverzeichnis, das heißt ein Verzeichnis, was man an Geräten angeschafft hat, an Autos, an Häusern, an Grundstücken, alles Mögliche. Aber es gibt in der Bilanz kein Verzeichnis über die Qualifikation der Mitarbeiter. Wie er mich gefragt hat: "Warum geht es denn so schlecht?" habe ich gesagt: "Das ist das gleiche Ergebnis, da haben wir jetzt die Leute auf Schulung geschickt." Genau genommen, wer sich mit Buche da auskennt, das ist in der Bilanz nicht sichtbar. Da musst du wirklich in der Gewinnverlustrechnung genau reinschauen, warum ist der Gewinn so klein, die einzelnen Positionen vergleichen, dann kommst du drauf: Aha, da ist der Schulungsaufwand höher gewesen. Man sieht es schon. Aber man muss dreimal reinschauen, und es ist definitiv nicht bei irgendwelchen Bilanzvergleichen der Banken dabei. Jede Bilanz, die man der Bank gibt, wird dann sozusagen eingegeben. Bilanzvergleich. Und aufgrund dieses Bilanzvergleichs kommen dann halt die Zinsen, die man zahlen muss für die Kredite, oder ob man einen Kredit bekommt oder nicht, oder wie leicht man einen Kredit bekommt und so weiter. Das heißt, dieses Rating nach Basel. Und da ist aber diese Geschichte nicht dabei gewesen. Und darum habe ich gesagt: Wie gibt es denn das? Ich investiere, rein theoretisch habe ich es gewusst, aber herzensmäßig habe ich dann gesagt: Das kann's doch nicht, kann doch nicht wahr sein, dass ich in Maschinen investiere und gelobt werde und in Menschen investiere und blöd angeredet werde. Weil man es eben nicht sieht, weil es sofort den Gewinn schmälert, weil man es in der Bilanz nicht sieht. Und daher habe ich damals schon 2008 gesagt: Wir müssen sowas schaffen wie eine CSR-Bilanz, eine Human Resource Bilanz, eine Bilanz, in der man diese Investitionen auch sehen kann.
Mit dem bin ich lange im Kopf schwanger herumgegangen, war wie gesagt bei den CSR Consultants und Wirtschaftskammer mit dabei, aktiv auch und so weiter. Und da ist dann, wie gesagt, der Christian Felber gekommen mit diesem Buch und mit der Idee, eine Gemeinwohlbilanz zu machen, in der wirklich ganz breit aufgestellt wird, was ein Unternehmen tut. Wir kommen dann noch dazu. Und da habe ich gesagt, das ist es. Für mich war damals auch schon, eigentlich immer schon, aber damals dann speziell noch einmal die Frage, na, was will ich mit den Wirtschaften eigentlich? Warum habe ich eine Firma? Geht es wirklich nur darum, dass ich Geld mache, dass ich überlebe, oder will ich mit Wirtschaften eigentlich was anderes tun? Und dann schaut man halt nach und findet im Duden eine Definition, Wirtschaft ist die Gesamtheit der Einrichtungen und Maßnahmen, die sich auf die Produktion und den Konsum von Wirtschaftsgütern bezieht. Okay. Es gibt den berühmten Gabler, das ist ein Wirtschaftslexikon, das im Prinzip jeder, der BWL oder irgendein Wirtschaftsstudium macht, kennt. Beim Gabler ist die Wirtschaft definiert als rationaler Umgang mit knappen Gütern. Güter sind sowohl reale Güter als auch Dienstleistungen, die zur Befriedigung des menschlichen Bedarfs dienen. Dritte Definition noch aus Wikipedia. Wirtschaft oder Ökonomie ist die Gesamtheit aller Einrichtungen und Handlungen, die der planvollen Befriedigung der Bedürfnisse dienen. Okay, das ist Wirtschaft. Was heißt Wirtschaften also? Wirtschaften heißt, die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Ist das irgendwo schon was gestanden von Geld machen? Nicht, oder? Wirtschaften heißt nicht Geld machen. Und das hat schon Aristoteles sehr klar erkannt und sehr klar definiert. Wir haben heute schon gehört im Vortrag von Thomas. Aristoteles hat sehr klar unterschieden zwischen der Ökonomik und der Grammatistik. Ökonomik oder Oikos ist das Haus und Nomos ist die Verwaltung, die Gesetze, die Regelung und so weiter. Ökonomik ist die Hausverwaltungskunst. Das heißt, wie verwalte ich mein Haus? Und Sokrates unterscheidet es ganz klar von der Grammatistik. Die Grammatistik ist die Kunst, Geld zu machen, die Kunst, Reichtum zu erwerben. Also Ökonomie, er bezeichnet es auch als die natürliche Erwerbskunst, im Gegensatz zur widernatürlichen Erwerbskunst in der Grammatistik. Ökonomie ist die Verwaltung des Hauses, die Kunst, ein Haus zu verwalten. Und ob das jetzt wirklich ein Haus ist, oder ob das jetzt eine Stadt ist, eine Kommune ist, oder ob das ein Staat ist, im Prinzip geht es immer darum, dass man dieses Haus gut verwaltet. Wer sind jetzt die besten Ökonomen? Investmentbanker. Oder die Hausfrauen? Eigentlich, wenn Ökonomie wirklich die Hausverwaltungskunst ist, sondern eigentlich die Hausfrauen oder auch die Hausmänner, eigentlich die wahren Ökonomen, die wirklich schauen, dass es allen gut geht. Das ist Ökonomie. Das, was Investmentdenker machen, Hedgefondsmanager machen und so weiter, das hat bitte mit Ökonomie nichts zu tun. Weil was die machen, da geht es nicht darum, ob es allen Menschen gut geht, da geht es darum, dass man viel Geld macht, möglichst kurzer Zeit. Und möglichst hohe Rendite hat. Das heißt, die Leute, die sich heute als Ökonomen bezeichnen, sind eigentlich keine Ökonomen, sind Grammatistiker. Ich habe gesagt, Aristoteles hat gesagt, Wirtschaft, die nur auf Geldgewinn ausgerichtet ist, ist wieder natürlich, das haben wir auch da auf unserem Steher stehen, weil das wirklich so ein Kernsatz ist, auf den wir als Gemeinwohlökonomie gern hinweisen. Und ich will jetzt nicht alle Philosophen der ganzen Jahrhunderte durchgehen, aber man könnte das wirklich genau anschauen und schauen, was da die einzelnen Leute dazu gesagt haben, unter anderem natürlich auch Thomas von Aquin, ist glaube ich auch schon genannt worden von dir, der eben auch dieses Gemeinwohl in das Zentrum gestellt hat, und die Aussagen von Thomas von Aquin sind dann zur zentralen, zur Grundlage der katholischen oder der christlichen Soziallehre geworden.
Aber nicht nur im Christentum, sondern ich mache jetzt einen großen Sprung von Aristoteles in unser letztes Jahrhundert, nicht in unser Jahrhundert, das letzte Jahrhundert. Bitte? Ist ein weiter Sprung, ja. Aber sonst würden wir wirklich in 4 Stunden noch da sitzen. Darum mache ich diesen großen Sprung zur Bayerischen Verfassung 1946, in der wirklich deutlich drinsteht, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Bayerische Verfassung 1946. Und da sind die Bayern nicht alleine. Das ist in der italienischen Verfassung von 1947 genauso, dass die Wirtschaft dem Nutzen der Allgemeinheit dienen muss. In der Verfassung Kolumbiens, in der Verfassung der USA, eigentlich in sehr vielen Verfassungen, in der österreichischen nicht, aber in sehr vielen Verfassungen ist eben genau dieser Satz drinnen, dass die Wirtschaft eigentlich dem Gemeinwohl dienen muss, die Erhöhung des Gemeinwohls dienen muss. Und eine ganz interessante Sache, ich komme jetzt wieder auf die Katholiken zurück. Ich habe vor 3 Jahren auch im Rahmen einer CSR-Tagung mit dem Bischof von Kärnten gesprochen und der hat uns dann damals dieses Werk gezeigt, das vom Päpstlichen Rat für Frieden und Gerechtigkeit herausgegeben worden ist. Das nennt sich zum Unternehmer berufen. 2012 herausgegeben worden, zum Unternehmer berufen, hat 36 Seiten. Und auf diesen 36 Seiten kommt 44 Mal das Wort Gemeinwohl vor. Das heißt, die christliche Soziallehre, konkret die katholische Soziallehre, baut ungeheuer stark darauf auf, dass das Wirtschaften eben dem Gemeinwohl dienen muss. Auch der aktuelle Papst Franziskus hat in der berühmten Enzyklika Evangelii Gaudium diesen berühmten Gesetz, diese Wirtschaft tötet. Das hören wir oft oder haben wir oft gehört. Er hat nicht gesagt, die Wirtschaft tötet, sondern diese Wirtschaft, die er nämlich da in den Sätzen davor beschrieben hat. Das ist Kapitel 53, aber weiter hinter sagt er auch noch, die Tätigkeit eines Unternehmers ist eine edle Tätigkeit, vorausgesetzt, dass sie dem Gemeinwohl dient. Also auch da ein ganz klares Bekenntnis zum Gemeinwohl von dieser kirchlichen, christlichen Seite her. Ja, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ein paar Kapitel später heißt es noch, es gibt 4 Prinzipien der christlichen Soziallehre und das sind die Menschenwürde, das Gemeinwohl, die Subsidiarität und die Solidarität. Also eigentlich ist auch von der Seite her ein sehr klares Bekenntnis, dass das Gemeinwohl eigentlich das ist, worum es beim Wirtschaften geht. Und dass im Wirtschaften dem Gemeinwohl dienen soll, dass Unternehmer dann ethisch richtig handeln, wenn sie dem Gemeinwohl dienen. Also Ziel des Wirtschaftens ist das Gemeinwohl, oder? In allen Definitionen. Wurscht, ob Aristoteles, ob Gabler, Wirtschaftslexikon, ob Papst. Ziel des Wirtschaftens ist das Gemeinwohl. So. Jeder, der irgendwann einmal sich mit Projektmanagement beschäftigt hat oder irgendwas gemacht hat im Bereich Unternehmensentwicklung, weiß, dass Ziele smart sein müssen. Habt ihr schon mal gehört? Ziele müssen smart sein, das ist eine Abkürzung für spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und zeitlich beschränkt. Ein ganz wichtiger Satz in der im Prozessmanagement. Ziele müssen smart sein. Da steht eben auch drinnen, messbar. Ziele müssen messbar sein. So, wenn wir jetzt gesagt haben, Ziel des Wirtschaftens soll das Gemeinwohl sein, dann ist die Frage, wie können wir das jetzt messen? Heutzutage wird der wirtschaftliche Erfolg wie gemessen? Bitte? Bei Firmen eben durch den Finanzgewinn, durch die Bilanz oder durch den Aktienkurs und selbst das passt oft nicht zusammen. Aktienkurs von Firmen ist oft ganz anders, als der eigentliche Gewinn ist. Und auf nationaler Ebene mit dem Bruttoinlandsprodukt, BIP, Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt ist praktisch die Summe aller Leistungen, die in einer Gesellschaft gemacht werden und die verrechnet werden. Um das geht es, die verrechnet werden.
Summe aller Leistungen und Dienst, also Dienstleistungen und Handelsaktivitäten, die verrechnet werden. Das ist das Bruttoinlandsprodukt. Und wenn wir im Fernsehen wieder hören, Wirtschaftswachstum um 1,2%, Wirtschaftswachstum um 0,7%, dann ist immer dieses BIP gemeint. Aber ist das jetzt eigentlich das, was uns interessiert? Hat das mit der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse was zu tun? Wenn das Bruttoinlandsprodukt in der Gesellschaft, den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft misst, dann sagt es nichts darüber aus, ob in dieser Nation gerade Krieg geführt wird oder Frieden herrscht. Vielleicht sogar eher das Gegenteil. Je mehr Krieg geführt wird, umso mehr Geld muss ausgegeben werden für Waffen und für Soldaten und so weiter. Das heißt, das BIP steigt durch den Krieg. Es sagt nichts darüber aus, ob die Minderheiten geachtet werden, ob die Menschenrechte geachtet werden und ob es Katastrophen gegeben hat. Ich habe es vorher gesehen in meinem Lebenslauf, dass ich von Aschach an der Donau stamme. Das war mein Bürohaus. An der Donau, bin da oben, das war mein Büro da, die zwei Fenster. Ich bin da wunderbar gesessen, an der Donau, da sind Schiffe vor mir vorbeigefahren. Ich habe da wirklich entspannen können, wenn ich Zeit gehabt habe und habe da, wie gesagt, die Donau ansehen können, in Aschach an der Donau. 2013, im Sommer 2013, waren wir nicht Aschach an der Donau, sondern Aschach in der Donau. Das heißt, so hat dann haben dann die Räumlichkeiten ausgeschaut nach dem Hochwasser. Wir haben einen Wasserstand von 2,5 Meter gehabt im Erdgeschoss. War nicht lustig. Aber man müsste sagen, super, jetzt haben wir das BIP erhöht. Hat alles neu gemacht werden müssen. Der Maurer ist gekommen, der Maler ist gekommen, der Elektriker ist gekommen, wir haben alle möglichen Möbel neu machen müssen. Das ist Bruttoinlandsprodukt für 2013. Österreich an 11. Stelle weltweit mit einem Zuwachs von 4,77%. Ich möchte wissen, das hat mir noch niemand sagen können, ich möchte wissen, wie viel von diesem Zuwachs durch das Hochwasser entstanden ist. Würde mich verdammt interessieren. Das war nicht nur bei mir so, es war ja in vielen Gegenden so, bei vielen Firmen so, und da ist wirklich, sind sicher viele Milliarden draufgegangen, wo Schäden repariert werden haben müssen. Also Pipahöhe, super, Wirtschaftswachstum gehabt. Verstehst du, dass du was nicht zusammenpasst? Dass du das, was wir eigentlich tun wollen, das, was wir erreichen wollen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, mit dem Maß, was da gemessen wird, nicht zusammenpasst? Genauso ist, wenn man schaut, was noch alles zum BIP beiträgt oder nicht beiträgt. Wegschmeißen und neu kaufen erhöht das BIP. Reparieren erhöht das BIP nur wenig, wenn man nur ein paar Satzteile braucht und vielleicht 2 Stunden von einem Fachmann. Kinder selbst erziehen fließt nicht ins BIP ein. Kinder in den Kindergarten schicken fließt ins BIP ein, wenn man es bezahlt. Genauso alte Menschen, die Eltern da, zu Hause zu pflegen, fließt nicht ins BIP ein. Die Eltern aber in Altersheim zu stecken, fließt ins BIP ein. Ich sage nicht, dass es alles falsch ist. Ich sage nicht, dass man es nicht tun soll. Ich will nur zeigen, dass diese Messung, die da geschieht mit dem BIP, so eine verrückte Messung ist, die nichts zu tun hat mit dem, was wir wirklich wollen. Man kann sagen, es wäre eine ganz einfache Möglichkeit, das BIP zu erhöhen, wenn in Zukunft sofort alle Feuerwehrleute und alle Leute von der Rettung sagen, wir machen es nicht mehr freiwillig, wir möchten es bezahlt haben. Weil diese ehrenamtliche Tätigkeit nicht ins BIP einfließt. Ist aber eine Arbeit, eine ganz wichtige Arbeit, ohne die könnte unsere Gesellschaft eigentlich nicht mehr existieren. Aber fließt nicht ins BIP ein. Das heißt, erhöht nicht unser Bruttoinlandsprodukt, erhöht nicht das angenommene wirtschaftliche Wachstum. Verrückt, oder?
auch jetzt in der, auf der betriebswirtschaftlichen Ebene, also in einem Betrieb ist es so, dass ein höherer Finanzgewinn einer Firma oder ein höherer Aktienkurs einer Firma nichts darüber aussagt, was die Firma macht für die Gesellschaft überhaupt, ob in der Firma Frauen gleich behandelt werden, ob die Umwelt geschützt wird, wie mit dem Abfall umgegangen wird und so weiter. Im Gegenteil, es ist so, dass halt gerade bei großen Konzernen, da wird als Sanierungsmaßnahme werden Leute gekündigt. Damit ist natürlich kurzfristig einmal der Personalaufwand geringer, damit erhöht sich einmal der aktuelle Finanzgewinn. Wie weit das dann langfristig Sinn macht, ist eine andere Geschichte. Aber kurzfristig wird der Gewinn erhöht, aber eigentlich dadurch, dass Leute entlassen werden. Also auch da wieder, das passt nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Und darum ist es einfach absolut falsch, dass man Erfolg über Geld definiert. So ist es aber heute. Der Erfolg einer Firma, der Erfolg einer Nation wird über Geld definiert. So, bitte hinschreiben, meine nächste Frage. Wer von euch braucht Geld? Du brauchst Geld? Unbedingt. Unbedingt. Wofür? Damit ich was kaufen kann. Wer braucht noch Geld? In diesem System brauchen wir Geld, wie es funktioniert. Man kann aber auch das, was bisher besteht, auch ohne Geld tun. Also, wenn ich solche Vorträge halte und meistens sind es dann doch mehr Leute, dann sind sicher immer einige, die sagen, natürlich brauche ich Geld. Und wenn man dann fragt, die habe ich schon mal Vortrag gehalten, du kennst ja meine Frage wahrscheinlich und hast schon immer aufgezeigt, weißt du, ob du damals aufgezeigt hast, dann kommen die Antworten, weil ich mir was zum Essen kaufen muss, weil ich mehr Miete zahlen muss, weil ich mehr Heizung brauche. Das heißt, Faktum ist, niemand braucht das Geld. Wir brauchen das Geld nur als Mittel. Wir brauchen das Geld, um uns das kaufen zu können, um uns das eintauschen zu können, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen was zum Essen, wir brauchen was zum Anziehen, wir brauchen eine Wärme, wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Das sind Sachen, die wir brauchen. Aber das Geld brauchen wir nicht. Wenn halt wer in der Wüste ist und dort verdurscht, und einen Koffer voller Geld mit hat, aber niemand findet, der ihm ein Wasser gibt. Wurscht um wie viel Geld, hilft ihm das Geld überhaupt nichts. Ne? Der in der Wüste braucht einmal Wasser und nicht Geld. Das heißt, Geld ist ein Mittel. Geld ist ein Mittel, mit dem wir halt das uns kaufen können, was wir brauchen. Wer ist denn ein guter Bäcker? Oder kennt ihr einen guten Bäcker? Nochmal zurück mit der Frage. Kennen Sie einen guten Bäcker? Ich glaube, jeder kennt einen guten Bäcker oder einen guten Konditor. Aber würden wir als guten Bäcker den bezeichnen, der viel Mehl hat, viel Eier hat, viel Kakao hat? Guter Bäcker ist der, der einen guten Kuchen macht, oder? Sind wir uns da einig? Das heißt, es geht um den Zweck. Es geht nicht um die Mittel. Und jemand, der nur so viel Mittel hat, mit dem er diesen Zweck erfüllen könnte, solange er den Zweck nicht erfüllt, ist das nichts. Versteht's? Das ist die Umdenkung, die wir in der Gemeinwohlökonomie erreichen wollen. Dass Geld nicht mehr zum Maßstab gemacht wird, dass Geld nicht mehr zum Ziel, zum Zweck gemacht wird, sondern dass Geld das ist, was es eben sein soll, nämlich ein Mittel, das zwar in unserer Gesellschaft, das hat schon gesagt, zum Ausgleich notwendig ist, das wir halt brauchen in unserer Gesellschaft, weil wir halt die Wohnung nicht geschenkt kriegen, weil wir halt das Gewand oder die Nahrungsmittel nicht geschenkt kriegen. Es gibt immer mehr Menschen, die halt autark leben, die selbst auf ihrem Bauernhof dann die Sachen anbauen oder die Sachen züchten, die sie dann essen wollen. Es gibt immer, also wer ein Haus besitzt, braucht ja keine Miete sein. Anstrengungen sind eh da, ohne Geld auszukommen. Aber de facto kann man in unserer Gesellschaft nur ganz schwer ohne Geld auskommen. Aber wichtig ist zu wissen,
dass es nicht das Ziel ist, ja, dass es nur ein Mittel ist. Und dass es vor allem auch keine Ware ist, die man, mit der man herumhandeln kann, wo dann diese Spekulationsblasen rauskommen, die man in den letzten Jahren erlebt hat. Und weil es eben nur ein Mittel ist, kann es nicht zur Erfolgsmessung dienen. Wieder das Beispiel mit dem Bäcker. Nicht der ist ein guter Bäcker oder ein erfolgreicher Bäcker, der viel Mehl hat, sondern der einen guten Kuchen macht. Man sagt, mir ist ein Bäcker lieber, der wenig Kuchen macht, aber einen guten Kuchen macht, als einer, der gar keinen Kuchen macht, und muss man ja aussammeln. Genau, ist kein Bäcker mehr. Also Geld kann eigentlich nicht zur Erfolgsmessung dienen. Wir wollen messen, was zählt. Und es gibt jetzt ein paar alternative Ansätze zur Geldmessung. Vielleicht hat der eine oder andere schon gehört von dem Bruttonationalglück, das im Bhutan jetzt schon mehrfach bestimmt worden ist. Ich kenne das über die Sachen, jeweils eine halbe Stunde reden. Will ich nicht zumuten. Es gibt andere Ansätze wie den Happy Planet Index, es gibt eine Sache von der UNO, den Human Development Index, den Better Life Index von der OECD, die W3-Indikatoren in Deutschland, den World Happiness Report auch von der UNO, jedes Jahr am World Happiness Day veröffentlicht. Das sind einige Ansätze, wie man alternativ messen kann, wie es einem Staat geht. Das sind nicht alle ganz vernünftig. Beim Happy Planet Index zum Beispiel, was glaubt ihr, welcher europäischer Staat da an der Spitze ist? Also welcher Staat da in Europa an der Spitze ist? Albanien. Du hast mein Foto schon weggehört. Ja, Albanien ist da an der Spitze. Warum? Wenn man da versucht, einerseits diese Geschichte mit Happiness, was in Bhutan gemacht worden ist, verbunden mit der Lebenserwartung und mit dem CO2-Footprint zu verbinden. Also diese drei Sachen sind kombiniert. Nachdem es in Albanien keine Industrie gibt, haben die einen ganz schlechten, ganz schwachen CO2-Output, oder Footprint, und darum sind sie bei Happy Planet Index ganz oben. Okay, wie gesagt, es sind halt Alternativen, wo man halt versucht, was zu tun, wo halt dann ab und zu Sachen rauskommen, die nicht ganz gescheit sind, oder die nicht das ausmachen, was wir eigentlich haben wollen. Es gibt auch einige Ansätze auf betriebswirtschaftlicher Ebene. Die GRI, die Global Reporting Initiative, hat ein Regelwerk herausgegeben, inzwischen die Version 4, wo Betriebe diese Indikatoren messen können, um die es wirklich geht. Da wird dann auch gemessen die Gehaltsspreizung, da wird auch gemessen die Sache Umweltschutz und so weiter. Ist aber eine sehr komplizierte Geschichte, die eher für große Betriebe interessant ist. Und dann gibt es noch seit vorigen Jahr die NFI-Richtlinie, die Non-Financial Information-Richtlinie, die ist 2014 von der UNO beschlossen, von der EU beschlossen worden und ist dann Ende 2016 von allen Nationen umgesetzt worden. In Österreich haben wir gesagt, wirklich noch zwei Wochen vor Weihnachten, in Deutschland erst im April 2017. Das heißt, das sind Richtlinien, die auch darauf hinausgehen, dass eben Betriebe darüber informieren, non-financial information, das heißt darüber informieren, was sie im nicht finanziellen Bereich tun. Also genau das, was ich bei meinem Schlüsselerlebnis eigentlich erlebt habe, wo man sagt, was tue ich für die Ausbildung der Mitarbeiter, was tue ich für die Umwelt und so weiter. Also es sind ein paar Initiativen, die ganz gut sind, die aber, ich könnte da jetzt auch wieder lang reden, was der Unterschied ist zu dem, was ich jetzt zeigen will, nämlich der Gemeinwohlbilanz auch alle ihre Grenzen haben, sage ich mal. Wir wollen messen, was zählt. Und ich habe vorher schon erzählt, ich habe dann den Christian Felber 2010 im Dezember wieder getroffen. Da war gerade das Buch Neu am Markt, Gemeinwohlökonomie. Die erste Auflage hat noch anders ausgeschaut, aber das ist jetzt schon das Cover von der zweiten Auflage. Und dieses Buch war nicht ganz aus dem Boden gestampft alleine, sondern hat eigentlich drei Vorläufe gehabt. 2006 hat es das Buch gegeben, 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt, dieses Buch. Dann hat es gegeben, neue Werte für die Wirtschaft, 2008.
Und 2009 hat es dann ergeben Kooperation statt Konkurrenz, das habe ich gerade nicht da. Das heißt, es waren drei Bücher, die schon in diese Richtung gegangen sind. Und aufgrund dieser drei Bücher hat sich der Christian Felber da mit einer Gruppe von Unternehmern, erstens junge Unternehmer, aus dem Attac-Umfeld, also aus der Attac-Organisation, zusammengetan und zusammengesprochen und gesagt, wir müssen was präsentieren, wo wir nicht nur dagegen sind und dagegen sind, sondern wir müssen was präsentieren, was man wirklich tun kann. Und so ist dann dieses Buch Gemeinwohlökonomie entstanden 2010. Und in dem Buch stehen natürlich viele Sachen drin, viele Vorschläge drinnen, auch viele Vorschläge, mit denen ich persönlich nicht immer ganz einverstanden bin, weil ich Unternehmer bin oder war. Auf das kommt es auch nicht an. Wir sind wegen vieler Vorschläge kritisiert worden, beschimpft worden als die modernen Kommunisten. Es gibt ein paar wesentliche Kernsätze in dem Buch. Und ein wesentlicher Kernsatz ist, dass in der Wirtschaft auch die menschlichen, auch die Werte gelten sollen, die die menschlichen Beziehungen gelingen lassen. Was sind das? Welche Werte lassen die menschlichen Beziehungen gelingen? Freude. Vertrauen? Freude. Freude? Respekt. Respekt. Wertschätzung. Transparenz. Ja, also es sind einige Werte jetzt genannt worden. Ist jemand der Meinung, dass einer von diesen genannten Werten nicht gilt? Schon interessant, wenn man das macht und immer wieder fragt. Und wie gesagt, wenn ich vor ein paar hundert Leuten rede, kann man da natürlich mehr antworten. 10, 15, die dann daherkommen. Interessanterweise sind aber dann doch alles Antworten, wo jeder sagt, ja, eigentlich ist das. Das ist das, was mir wichtig ist in der menschlichen Beziehung. Und wenn man die Werte dann aufschreibt, also Flipchart oder so, ja, und dann sagt, und was, welche von diesen Werten sind in der Wirtschaft wirklich wichtig, man kann nicht sagen, dass die Werte nicht gelten. Aber es ist ja doch deutlich so, dass in der Wirtschaft viele Werte nicht das wert sind, was uns eigentlich wert sein sollen. Und darum ist uns in der Gemeinwohlökonomie, wie gesagt, ein ganz wichtiger Satz. Wir wollen eine Wirtschaft, die auf den Grundwerten beruht, die auch unsere Beziehungen gelingen lassen. Wir kommen dann gleich noch dazu, was das konkret für Sachen sind und wie man das auch messen kann. Der zweite Kernsatz ist, und da geht es wieder ums Messen, wir wollen messen, was zählt. Also wirklich, wir wollen eine Methode finden, wo man das, was wir uns wünschen, auch wirklich messen und damit belohnen kann. Ganz heikler Punkt und das gibt es sonst nirgends. Im Buch war dann diese sogenannte Gemeinwohlmatrix vorgestellt. War damals die Version 1. Inzwischen, seit Mai diesen Jahres, haben wir die Version 5. Und in dieser Gemeinwohlmatrix wird einmal aufgelistet oder mal ein bisschen dargestellt, was wollen wir uns anschauen. Und da sind wir nämlich genau bei diesen Werten, bei der Menschenwürde, bei der Solidarität und Gerechtigkeit, bei der ökologischen Nachhaltigkeit und bei der Transparenz und Mitbestimmung. Das heißt, wir wollen uns anschauen, wie diese Werte in der Firma umgesetzt werden. Und so wollen wir uns die anschauen in Bezug auf die verschiedenen Berührungsgruppen, also in Bezug auf die Lieferanten, in Bezug auf die Eigentümer und Finanzpartner, in Bezug auf die Mitarbeiter, in Bezug auf die Kunden und in Bezug auf das gesellschaftliche Umfeld. Das war eine, ich finde es, geniale Idee, da wirklich einmal sehr klar zu sagen, was wollen wir uns anschauen. Und das ist natürlich jetzt die große Übersicht, die dann in dieser Matrix entsprechende Matrixzellen enthält, die dann ein bisschen genauer schon hingehen, sind dann sogenannte Indikatoren. Da geht es zum Beispiel die Menschenwürde in der Zulieferkette. Das heißt, man schaut sich an, ob eine Firma bei den Lieferanten auch drauf schaut, dass da keine Kinderarbeit im Hintergrund steht. Zum Beispiel. Da muss eine Firma dokumentieren, wer sind meine Lieferanten, was habe ich von den Lieferanten für Informationen, nehme ich nur den billigsten Lieferanten her, und dann ist mir wurscht, was der im Hintergrund macht,
Oder nehme ich einen Lieferanten her, der auch auf die Menschenwürde schaut? Natürlich genauso einen Lieferanten, der auf die Ökologie schaut und so weiter. Aber das haben wir müsst bei der Menschenwürde. Oder die Ausgestaltung der Arbeitsverträge. Gibt es in der Firma Knebelverträge? Werden wirklich faire Löhne bezahlt? Werden zumindest Mindestlöhne bezahlt? Oder wie schaut es aus mit der innerbetrieblichen Mitbestimmung und Transparenz? Haben Mitarbeiter die Möglichkeit, Ideen einzubringen? Haben die Mitarbeiter die Information, warum es zu bestimmten Entscheidungen kommt? Oder die Reduktion der ökologischen Auswirkungen, ein klarer Faktor. Oder, und das ist ganz ungewöhnlich, das gibt es nämlich in keiner anderen von diesen Messvarianten, überhaupt der Sinn und die gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen. Das heißt, warum gibt es eine Firma überhaupt? Was tun wir überhaupt? Das heißt jetzt nicht, dass eine Firma, die in irgendeinem Punkt schlecht drauf ist, unten durchfällt, die kriegt in diesem Indikator keine gute Bewertung. Faktum ist, dass wir dann insgesamt 1000 Punkte vergeben. In jeder dieser 20 Indikatoren jeweils 50 Punkte sind möglich. Und wenn jetzt eine Firma, sagen wir mal, im Bereich Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte, positiv, wenn es ein Biobauer ist, kriegt er natürlich einen hohen Punkt, dann zahlt wahrscheinlich alle 50 Punkte. Wenn es eine Firma ist, die sagen wir mal, Möbel herstellt, wird es wahrscheinlich auch noch hoch eingestuft. Unsere Firma ist, die Surfbretter herstellt aus Plastik, die wird schon immer so viel kriegen. Und eine Firma, die Waffen produziert, wird da halt nichts kriegen. Das ist verkürzt dargestellt, aber um zu zeigen, dass das auch eine Frage ist, die beurteilt werden kann. Und ich gehe jetzt nur kurz drüber. Allein bei diesem Indikator C1, Arbeitsqualität und Gleichstellung, gibt es natürlich viele Unterpunkte und man muss das wirklich genau anschauen. Und es wird da sehr stark daran gearbeitet und darum gibt es auch schon die Version 5, wo dann diese einzelnen Indikatoren noch einmal unterschieden werden. Ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel auch die gerechte Verteilung des Einkommens. Wir haben das vorher schon gehört beim Vortrag über die ethischen Banken, dass bei ethischen Banken eben auch eine Gehaltsspreizung 1:5 eigentlich vorgeschlagen ist, auch bei der Bank für Gemeinwohl diese Gehaltsspreizung vorgesehen ist. Und da ist es so, dass es auch in der Gemeinwohlmatrix Richtlinien gibt, wie diese Gehaltsspreizung sein soll. Das heißt, vorbildlich wäre, dass eine Firma, also optimal wäre, dass eine kleine Firma eine Gehaltsspreizung von 1:2 hat. Gibt es ganz wenig. Eine Staudinger Firma G hat 1:2,5. Also der ist ungefähr dort, weil er sich selbst nicht sehr viel rausnimmt. Aber die meisten Firmen, die man als Firmen kennt, mit gängiger Gehaltsspreizung haben wir 1:4, 1:5. Bei der Bank für Gemeinwohl ist 1:5 im Gesellschaftsvertrag. Im Faktor 1:3,4 zurzeit. Genau. Also 1:5 ist sozusagen laut Generalversammlung die maximale Gehaltsspreizung. Aber wir sind momentan, also die Vorstandsmitglieder kriegen jetzt ungefähr das 3,4-fache, 3,5-fache von einem normalen Mitarbeiter. Da würde auch kurz was fragen. Ja. Was ist denn die Bezugsgröße? Also wer ist denn der normale Mitarbeiter? Der am wenigsten verdient. Also die, genau. Weil, ich sage jetzt einmal wahrscheinlich die Putzfrau. Wahrscheinlich die Putzfrau? Genau. Aber wenn die Putzfrau das doppelte Kollektiv verdient, dann darf der Generaldirektor, wenn er das 10-fache verdienen, darf er das 20-fache vom Kollektiv verdienen. Also 20-fache von dem verdienen. Das heißt, wenn auch einfache Arbeiten gut bezahlt werden, dann haben auch die Führenden entsprechende Möglichkeit mehr zu verdienen. Es geht wirklich um die Gehaltsspreizung. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie eingeführt wird, bestimmtes Minimum und dann von dort weg, sondern die Spreizung. Ist ein Beispiel, wie gesagt, dann noch einmal genau geschaut wird, auch nach Firmengröße und sogar nach Branchengröße wird dann manches auch unterschieden. Faktum ist, dass heute die Gehaltsspreizung in Österreich bis zum 1000-fachen geht, in Deutschland bis zum 6000-fachen und die Hedgefondsmanager das 360.000-fache von einem Mindestgehalt bekommen. Also
diese Sachen wollen wir nicht, diese eben nicht als gemeinwohlorientiert. Wir sind aber auch nicht so, dass diese Faktoren, die ich davor genannt habe, irgendwo von oben vorgeschrieben werden. Was wir wollen, ist ein demokratischer Prozess, der dann über Wirtschaftskonvente diese Richtlinien vorgibt. Das ist unser Ziel, dass wir sagen, okay, wir möchten lokale, regionale, nationale, internationale Wirtschaftskonvente haben, die dann diese Regeln definieren. Ziel ist dann, dass dann eine Firma eine Gemeinwohlbilanz macht und dann auch auf das Produkt ein Label draufdruckt. Das heißt, wir haben jetzt in dieser Gemeinwohlprüfung also noch Farben unterschieden oder dann noch mal nach Prozent. Wir haben jetzt 78%, das wären also 87 Punkte von 1000 möglichen erreicht. Wir haben, Markus, kannst du mir bitte ein XO vorgeben? Ein XO. Ach so. Ja, das ist wurscht. Es gibt Firmen, wie zum Beispiel die Firma XO in Hof bei Salzburg, die eben schon eine Gemeinwohlbilanz gemacht haben und die eben dann da hinten schon drauf haben, wir sind ein gemeinwohlorientierter Betrieb und haben eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Ob jetzt die Aludose optimal ist oder nicht optimal ist, ist eine andere Frage. Faktum ist, dass sie eine Bilanz gemacht haben, wo sie halt alles darstellen, wo sie ihre Geschäftsmodelle darstellen, wo sie darstellen, was sie tun, was sie produzieren, wo sie ihre Rohstoffe her haben und so weiter und damit eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben, wo halt der Faktor ökologische Verpackung natürlich nicht gut bewertet worden ist. Ich glaube, da haben sie nur 30% der möglichen Geschichten bei den ökologischen Werten bekommen. Das heißt, da haben sie eine schlechte Bewertung an diesem Indikator bekommen. Aber generell haben sie doch, ich glaube, 540 Punkte. Das heißt, das können Sie mal anschauen. Dieses Getränk XO ist ein biologischer Energietrink. Der Joe sagt selbst, es ist kein Energietrink, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und ist von, wie heißt das Gras? Gerstengras. Ein Gerstengrasprodukt. Und es gibt es in zwei Varianten, eine Variante mit Koffein und eine Variante ohne Koffein. Das heißt, die ohne Koffein ist wirklich ganz gesund. Ist wirklich eine Nahrungsergänzung. Sehr süß, aber das ist ein anderes Thema. Steht das Ding dann Minimalwert, den ihr erreichen müsst? Oder? Was? Weil da steht jetzt nur drauf, wir sind ein Gemeinwohlunternehmen. Genau. Da steht jetzt nur drauf, wir sind jetzt in der Startphase. Momentan steht eben nur drauf, wir sind ein Gemeinwohlunternehmen und das heißt, man kann auf die Webseite gehen und sich diese Bilanz anschauen. Damit die Bilanz, die wirklich all diese Faktoren beinhaltet, nicht nur die Übersicht. Aber es gibt jetzt keine Grenze, weil das hört sich jetzt irgendwie schon sehr positiv besetzt an. Also man ist einmal davon ausgeht, dass die Masse nicht auf die Homepage geht und nachschaut, kann ich quasi auch mit drei Gemeinwohlpunkten mal da draufschreiben, ja. Ich bin in Gemeinwohl. Rein theoretisch ja. Ich gesagt, wir sind jetzt noch nicht so weit, dass es wirklich diese Markierung gibt, die ich vorher gezeigt habe, am Foto mit der Skala. Wir sind jetzt einmal so weit, das Ganze ist noch relativ jung, aber trotzdem sind wir schon stolz darauf, dass es Firmen gibt, die das einmal generell draufdrucken. Und die Bilanz ist einsichtig oder jeder, der es interessiert, das muss auch reinschauen, dass man an sich schon produziert, also wer Marketing kennt und weiß, wie das funktioniert. Haben wir nichts dagegen. Aber ich komm gleich zu dem Punkt, warum macht man eine Bilanz? Und da spielt es natürlich eine wesentliche Rolle. Also Ziel ist es, dass es irgendwann einmal Pflicht sein soll, so wie man eine Finanzbilanz macht, auch eine Gemeinwohlbilanz zu machen. Kein Mensch stößt sich halt mehr daran, dass jede Firma eine Bilanz machen muss. Selbstverständlich. Warum soll es nicht selbstverständlich sein, dass man auch eine Gemeinwohlbilanz macht? Das wird einmal kommen, das soll einmal kommen. Und ich komme jetzt in der... Unternehmen wissen wir gar nichts. Okay. Das muss man dazu sagen.
Insofern war dieser eklatante Fortschritt, wenn über den Weg zumindest auch von kleinen Unternehmen sozusagen überhaupt einmal was erfuhren. Ganz genau. Zu dem komme ich auch anhand der Beispiele. Das war jetzt eben die Frage, die machen das wegen Marketing. Natürlich soll ja ganz klar die Vorteile einer Firma, die eine Gemeinwohlbilanz macht, soll einerseits wirklich rechtliche Vorteile sein, Vorteile beim öffentlichen Einkauf zum Beispiel. Und die Regelung gibt es schon in Italien zum Beispiel, in Südtirol, zeige ich nachher noch. Günstige Kredite, Steuervorteile, alles Mögliche, was da denkbar ist. Wichtig ist, dass dann diese Bilanz wirklich auch geprüft ist und dass diese Bilanz echt ist. Eine Gemeinwohlbilanz wird so erstellt, dass die Unternehmen selbst die machen, genauso wie sie auch ihre Finanzbilanz selbst machen, dass aber eine Bilanz, die dann gemacht worden ist, auch von einem Auditor, von einem externen Auditor, den man sich nicht selbst aussuchen kann, geprüft wird. Und da gibt es natürlich immer lange Diskussionen, ob die Einschätzung, die das Unternehmen selbst gemacht hat, mit dem, was der Auditor sagt, übereinstimmt. Insofern ist das natürlich auch ein zeitlicher Aufwand, das zu machen. Aber es ist möglich. Für den Konsumenten hat es Auswirkungen, dass Produkte damit billiger, faire Produkte billiger werden könnten. Weil wenn das eintritt, was ich davor gesagt habe, nämlich Steuervorteile zum Beispiel, günstigere Kredite und so weiter, niedrige Zölle, dann heißt es, dass der Aufwand fürs Unternehmen geringer ist und damit natürlich auch der geringe Aufwand in Form von geringeren Preisen weitergegeben werden kann. Und warum die Gemeinwohlbilanz überhaupt? Das haben wir genau das, was du gesagt hast. Natürlich ist es ein USP nach außen. Wenn heute ein Unternehmen sagt, wir sind ein Gemeinwohlunternehmen, dann hat es bei Leuten, die eben nachhaltig denken und nachhaltig leben wollen, einfach mal einen Vorteil im Verkauf. Warum soll es das nicht haben? Keine Frage. Das ist nichts Böses. Und ich glaube, momentan gibt es eben nur dieses Zeichen, wir sind ein Gemeinwohlunternehmen mit dem Logo, heißt noch nichts, wie viele Punkte man hat. Aber allein die Tatsache, dass man sich mit diesen Fragen beschäftigt und Zeit investiert hat, um so eine Bilanz zu machen, ist ja eigentlich schon einmal ein sehr guter Schritt. Wir haben bei der ersten Bilanzkonferenz 2011 ein Unternehmen dabei gehabt, hier aus Linz, die haben gesagt, wir machen mit, wir machen eine Bilanz, obwohl wir sicher sind, dass wir nur 230 Punkte erreichen oder irgendwo im 200er Bereich liegen. Weil die haben Surfboards erzeugt oder erzeugen lassen in China aus Plastik. Also ihr könnt euch vorstellen, von der Nachhaltigkeit, von den Ressourcen, von Transportwegen, von der Sinnhaftigkeit, nichts, was man sich als Gemeinwohlunternehmen vorstellt. Die haben gesagt, wir machen es trotzdem. Weil wir, auch wenn wir heuer nur 230 Punkte erreichen und wir machen es dann in 2 Jahren noch einmal und wir haben nur 270 Punkte, dann wissen wir, es ist ein Stück besser geworden bei uns. Also als Instrument für die Weiterentwicklung, für Change Management ist es ein ganz, ganz großes Tool. Und ich komme aus der LV-Branche und in der LV sind halt Mitarbeiter schwer zu finden, gute Mitarbeiter schwer zu finden. Es ist natürlich auch ein gutes Instrument in der Mitarbeiterakquise. Es ist ein Unternehmen, das eine Gemeinwohlbilanz macht, wird attraktiv für potenzielle Mitarbeiter. Ja, die rechtlichen Vorteile habe ich schon kurz angesprochen. Es sind einige Gründe, warum ein Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz machen kann. Also, ja? Stört so eine Zwischenfrage? Oder? Nein, geht schon. Die Gemeinwohlbilanz zielt aber primär auf klassische produzierende Betriebe ab, oder? Oder wie du ja beim Dienstleister, oder kann ich beispielsweise auch eine Behörde Gemeinwohl bilanzieren lassen? Genau. Gute Frage. Wir haben am Anfang lange darüber diskutiert, ob wir unterschiedliche Bilanzen machen sollen für Produktionsbetriebe, für Handelsbetriebe, für Dienstleister. Weil ein Dienstleister natürlich kaum Wareneinkauf hat, eine Produktionsfirma viel Abfall hat und so weiter. Es ist jetzt so, dass er jetzt in diesen Indikatoren noch einmal unterschieden wird, also die Bilanz nach außen hin ist die gleiche. Aber in den Indikatoren wird noch einmal nach Schwerpunkten unterschieden. Und damit können alle Betriebe eine Gemeinwohlbilanz machen,
ob das ein EPU, also ein Einpersonenunternehmen ist, der nur, wie der Thomas, Beratungen macht, Beratungen anbietet. Christian hat selbst eine für sich auch gemacht. Christian selbst hat eine gemacht, ich habe es sogar da, ja. Aber er ist kein EPU mehr, er hat schon Angestellte. egal ob EPU oder Großfirma, ich habe dann einige Beispiele da, aber ich werde es denen noch zeigen. Wir haben also, das auch nicht gemacht. Ja, wir sind eine Genossenschaft sozusagen im Aufbau und außerdem Dienstleister, Finanzdienstleistungen, wir haben auch gerade auch nicht gemacht. Genau. Also das kann ich denen machen, ich werde noch ein paar Beispiele zeigen. Und damit komme ich schon zur Bewegung, wie ist das Ganze entstanden. Ich glaube, 2010 ist das Buch rausgekommen. 2011 ist dann diese Pioniergruppe entstanden, das ist eine Gruppe von Unternehmern, die gesagt haben, wir machen das, wir machen so eine Bilanz. Da war ich auch schon mit dabei. Und wir haben dann einmal versucht, mit der Bilanz Version 2 zu arbeiten, die haben wir dann gleich mal weggeschmissen, haben dann im September 2011 die Matrix, also im Sommer die Matrix 3 definiert und dann im September 2011 die erste internationale Bilanzkonferenz gehabt. Das heißt, es waren dann 7 Orten im ganzen deutschsprachigen Raum, nicht im deutschsprachigen Raum, in Österreich, Deutschland, Schweiz und Südtirol, waren gleichzeitig Pressekonferenzen, wo Firmen ihre Bilanz dargestellt haben. In Oberösterreich waren es eine Energiewerkstatt, der Freie Netzwerk, der Bierhof, die Börse im Moor, das waren die, die gerade angesprochen haben mit den Surfbrettern, Sattler Energie, meine Firma, Baumann Glas, Grüne Erde waren damals dabei. Inzwischen ist es, wie gesagt, eine breite Bewegung geworden. Wir haben inzwischen ungefähr 2.500 Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen in diese Richtung gehen, wir wollen das unterstützen. Circa 400 davon haben schon Bilanzen gemacht. Die anderen haben das also Bilanzen gemacht und nach außen, also Bilanzen gemacht und auditiert und damit auf die Homepage gestellt. Es haben schon viele andere die Bilanzen gemacht, aber haben gesagt, öffentlich machen wollen wir es noch nicht. Wir wollen uns aber nur damit beschäftigen. Das ist ein erster Schritt. Und wie gesagt, es sind kleine und große Betriebe. Die großen Firmen sind zum Beispiel die Sparda Bank, so, da ist nicht da, die waren ganz am Anfang dabei. Es sind Banken dabei, wie zum Beispiel die, also das ist die Sparda Bank von der aktuellen Version, aber die Kurzform, das ist der Gemeinwohlbericht der Raiffeisen Bank Lech. Die Sparkasse Thurn werden schon gemacht, das heißt, auch im Bankensektor wird das schon akzeptiert. Und diese Banken, also sowohl Lech wie auch die Sparda Bank, haben inzwischen 3 Bilanzen gemacht, alle 2 Jahre wieder eine Auffrischung. Es haben Firmen wie Sonnentor schon die Bilanz gemacht, auch Sonnentor hat schon mehrfach eine Bilanz gemacht. Schaut dann so aus, das ist natürlich dann auch fürs Marketing gut aufbereitet. Städte wie die Stadt Weiz hat was gemacht und so weiter. Also es gibt wirklich aus allen Branchen, Tischler, Tanzschulen, Humanenergetiker, Bierbauern, also wirklich aus allen Branchen gibt es schon Betriebe, die eine Gemeinwohlbilanz gemacht haben. Seit 2012 sind wir in Spanien aktiv und Spanien natürlich durch die ganzen wirtschaftlichen Situationen, da ist es ein sehr fruchtbarer Boden, da gibt es schon ganze Regionen, die gemeinwohlorientiert arbeiten wollen. Das war auch die Frage vorher, Genossenschaften, ja, es gibt eine eigene Matrix für Gemeinden, Gemeinwohlgemeinden. Das heißt, wie kann eine Gemeinwohlgemeinde eine Bilanz machen? Es gibt schon einige Gemeinden, die das wirklich schon getan haben. 2013 ist in Italien losgegangen. Im Sommer 2013 waren in Salzburg die Wahlen, Landtagswahlen, und da hat es dann die Koalition gegeben zwischen der ÖVP, den Grünen und dem Team Stronach. Und da steht in diesem Koalitionspapier drinnen die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit im Land Salzburg dient dem gemeinsamen Wohl der Bürger und Bürgerinnen. Und da gibt es ein Papier zur Gemeinwohlregion Salzburg. Also auch da ist schon was los. Geht ein bisschen langsam, ehrlich gesagt, aber es geht was weiter. Ganz spannend war dann im Dezember 2014 ein Beschluss des Südtiroler Landtags. Wir haben da, aber ich glaube, ich auf der Präsentation noch drauf. Der Südtiroler Landtag hat in der Sitzung im Dezember
2014 das Thema Gemeinwohlökonomie als Tagesordnungspunkt gehabt. Und am Schluss von dem, da hinten, steht dann folgender Absatz. Aus diesen Gründen verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, die aktuellen Förderrichtlinien mit diesem Gedankengut zu ergänzen. Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen gemeinwohlorientierte Unternehmen zu bevorzugen, soweit es den EU-Richtlinien entspricht, und gemeinwohlorientierte Gemeinden bevorzugt zu fördern. Das war für uns schon ein ganz wichtiger Schritt. Ende 2014, das müsst ihr euch vorstellen, die Bewegung hat erst 2010 angefangen. Nach 4 Jahren waren wir so weit, dass ein Landtag in Südtirol beschließt, dass das eine Sache ist, die sogar gesetzlich gefördert gehört. Also da waren wir, schauen wir, ein Highlight. Aber dann ein Jahr später noch einmal ein Highlight, das ist diese Broschüre. Und so hat sich da der Europäische Ausschuss für Wirtschaft und Soziales oder Europäische Wirtschaft und Sozialausschuss, EWSA, mit dem Thema Gemeinwohlökonomie fast ein Jahr lang beschäftigt. Hat er mehrere Hearings gehabt und so weiter und Diskussionen gehabt darüber und hat dann im Dezember 2015 dieses Papier beschlossen. Gut, können Sie sich da wirklich voller Länge anschauen. Kann man auch runterladen vom Internet. In der Stellungnahme des EWSA zur Gemeinwohlökonomie. Und da steht drinnen als Schlussforderung, nach Auffassung des EWSA sollte das Gemeinwohlökonomie-Modell sowohl in den europäischen wie auch in den einzelstaatlichen Rechtsrahmen integriert werden. Was wollen wir mehr? Man, bis wirklich umgesetzt wird, ist natürlich noch ein langer Weg. Aber wir sind auf dem Weg. Es hat inzwischen einige Veranstaltungen der EU bzw. des EWSA gegeben. Weiter hinten steht dann noch, das Modell der Gemeinwohlökonomie bietet sich als angemessene, in den europäischen Gesellschaften akzeptierte Ergänzung an. Und unten auch nochmal, da können Sie dann selbst lesen. Also ein sehr klares Bekenntnis sogar des EWSA zur Gemeinwohlökonomie. 2016 hat es dann diese gerade angesprochene Matrix für Gemeinden gegeben, was bei Gemeinden natürlich doch ein bisschen andere Struktur ist. Wie werden Mitarbeiter bezahlt, wie werden Mitarbeiter eingeteilt, welche Aufgaben sind zu erfüllen, wer sind die Kunden und so weiter. Darum hat es dann eine eigene Matrix für Gemeinden gegeben. Und im Koalitionsvertrag von Baden-Württemberg im Mai 2016 ist jetzt auch wieder drin gestanden, Koalitionsvertrag der CDU mit den Grünen in Baden-Württemberg. Auch da heißt es, in einem Pilotprojekt Gemeinwohlbilanz wollen wir bei Unternehmen mit Landesbeteiligung dessen Wertschöpfung umfassend und transparent darstellen und Unternehmen fördern, die ihre wirtschaftliche Handlung mit Hilfe der Gemeinwohlbilanz neu ausrichten möchten. Also auch da in Deutschland in einem öffentlichen Papier 2016. 2017 war ganz viel los. Schnell drüber. Im Mai ist die Bilanzversion 5 rausgekommen, die wir vorher gesehen haben. Inzwischen gibt es das Buch in, ich glaube, in 7 oder 8 Sprachen, darunter auch jetzt in Holländisch und Portugiesisch. 2017 war die Delegiertenversammlung in Paris. Das heißt, die Bewegung ist zwar von Österreich ausgegangen. Christian Felber ist ein gebürtiger Salzburger, der in Wien lebt. Und wie gesagt, mit unseren Bilanz-Pressekonferenzen 2011 waren wir heute im deutschsprachigen Raum, also 4 in Österreich, eine in der Schweiz, eine in Bayern, eine in Bozen, aber hauptsächlich noch in Österreich unterwegs. Inzwischen ist die Bewegung so groß, dass wir die Delegiertenversammlungen nicht mehr in Österreich machen, sondern heuer eben in Paris, voriges Jahr in Barcelona, also auch schon auswärts. Ja, es gibt inzwischen MBL-Lehrgänge von der Fachhochschule Eisenstadt. Es gibt Förderungen vom Wirtschaftsministerium in Valencia und so weiter. Kurz vor kurzem, 4. Oktober, war wieder ein großer Artikel in der Süddeutschen Zeitung drinnen, wenn Profit nicht alles ist. Also wir sind schon sehr stark im Gespräch. Zu guter Letzt noch eine Frage, wie macht man so eine Gemeinwohlbilanz, wenn man als Unternehmer oder als Organisation starten will, dann ist der erste Schritt, dass man mal auf der Webseite sagt, ich unterstütze das. Dass man sich immer einträgt und sagt, ich bin dafür, ich finde das gut. Damit kann man dann auch einen Account anlegen für seine eigenen Daten.
Und man kann sich da einen Schnelltest herunterladen, wo man auf 12 Seiten einfach mal wie in einem Fragebogen die Sachen beantwortet, in einer Wertung zwischen 0 und 10. Das ist noch keine Bilanz. Das dient einmal nur dazu, dass man mal ein Gefühl kriegt, um welche Themen geht es. Dass man mal ein bisschen auch ein Gefühl kriegt, wo stehe ich mit meinem Unternehmen. Einfach nur quasi ein Fragebogen. Man kann dann Mitglied des Vereins werden und dann einen Einstiegsbericht erstellen. Ein Einstiegsbericht ist eine Kurzform, denn kleine Unternehmen bis zu 50 Mitarbeiter brauchen nicht mehr als den Einstiegsbericht. Das heißt, die Vollbilanz ist dann gar nicht notwendig. Dieser Einstiegsbericht oder Kompaktbilanz ist für kleine Mitglieder ausreichend. Man kann aber dann eben einen Vollbericht machen, entweder ohne Hilfe eines Beraters oder mit einem Berater oder in einer Peergruppe und dann eine Bilanz erstellen und auditieren lassen. So ist praktisch diese Schritte, die man da machen kann. Und alle unterzeichneten Firmen sind auf der Webseite zu sehen. Das heißt, man kann auf der Webseite sehr klar sehen, welche Firmen unterstützen das schon. Man kann es auch einschränken in der Region. Man kann schauen, welche Firmen sind es zum Beispiel in Oberösterreich. Ja, wie gesagt, Gemeinwohlunternehmen gibt es auf der ganzen Welt schon. Habe ich ja gesagt. Also für Unternehmen Schnelltest, Einstiegsbericht und dann Bilanz entweder in der Gruppe oder extern auditiert. Auch als Einzelperson kann man was tun. Und zwar gibt es für Einzelpersonen auch eine Gemeinwohlbilanz für Privatpersonen. Ich weiß es nicht, Markus, haben wir noch welche ausgedruckt, die man anschauen könnte? Müssen wir dann in der Pause schauen. Ist also auch eine interessante Geschichte, die ich letztens in einem Referat für Lehrer gezeigt habe und die haben es dann sofort in der Schule gemacht mit ihren Schülern, nur auf 2 Seiten, eben in, ich glaube, 8 oder 9 Fragen, wie man sich selbst eigentlich verhält. Und zwar geht es mit der Frage los, akzeptiere ich mich als wertvolles Wesen? Thema Menschenwürde. Aber natürlich auch solche Fragen, was mache ich mit Abfall? Mache ich Abfalltrennung? Die üblichen Fragen. Also eine spannende Geschichte, wo man auch als Einzelperson ein bisschen ein Gefühl kriegt, worum geht's. Gut, damit bin ich jetzt am Ende meiner Präsentation und ich freue mich, wenn es weitere Fragen gibt. Ja, danke schön, Paul Ettel von der Friedensakademie in Wien. Ja, ein Tag, der hier vorbeigeht. Ein Tag, der uns viel Neues gebracht hat für den Weltfrieden, für den Frieden, für das Gemeinwohl. Ja, 4 Vorträge heute ab 14 Uhr, die wir hören durften und die wir auch hier aufgezeichnet haben, die auch ins Archiv kommt zum Nachhören. Ich kann es wirklich empfehlen. Natürlich muss es dann natürlich von eurer Seite aus eure Themenbereiche sein. Unabhängig davon ist es auf jeden Fall was anderes, was wir heute präsentiert haben und auch andere Gedanken, die da einfließen können. Und somit schafft man auf jeden Fall eine andere Transparenz unter den Menschen. Solche Themen sollte man viel mehr Beachtung haben in den großen Medien. Unsere Medien, wie gesagt, sind gänzlich ohne Gewähr. Man darf es glauben, man kann es glauben, man braucht es nicht glauben, aber recherchieren können wir selbst. Unsere Medien sind ohne Gewähr und das ist mein Standardspruch. Liebe Medien, bitte sagt es auch in den großen Medien. Ich verabschiede mich. Wir schalten jetzt hier im Studio 1 und 3 wieder unseren Nachtplayer an und im Studio 2 und 4 geht es dann gleich weiter mit Musik für die Nacht. Euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ich freue mich. Und jetzt bin ich mal stumm und jetzt wird es mal auch ein bisschen ruhig für das Studio 2. Auf jeden Fall. Danke. Tschüss, Papa. Grüße. So, und stopp. Radio Okie Tokie.